Was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede zwischen einem chinesischen Top-Management und einem deutschen Top-Management? Chinesische Managementstrukturen denken sehr, sehr stark in Hierarchien. Mhm. Und gerade wenn es Staatsbetriebe sind, wenn sie größere Betriebe haben, das heißt also, dort werden die Berichtswege sehr, sehr genau eingehalten. Dort kann also ein Mitarbeiter, mit dem Sie reden, der kann eben nicht direkt an den Chairman, an den CEO oder ohne Probleme rankommen. Das heißt also, die hierarchische Prägung ist weit, weit stärker, als es hier bei deutschen Unternehmen sind. Bei den chinesischen Unternehmen hinsichtlich des Entscheidungsprozesses, wenn man sie jetzt mit japanischen vergleicht, ist nicht so weit von unseren weg. Mhm. Allerdings teilweise eben durch diese komplexen Hierarchiestrukturen langdauernder. Aber wir sehen es ja auch an der chinesischen Staatsregierung. Es gibt dort einen Masterplan und der wird umgesetzt. Das heißt also, dort wird auch entschieden und schnell entschieden. Und dann werden diese entsprechenden Maßnahmen eingeleitet, auf den Weg gebracht. Und es geht runter bis in die Unternehmen rein. Wenn man sich die privat organisierten Unternehmen anschaut, dann sind dort Entscheidungsprozesse ähnlich wie bei uns, in ähnlichem Tempo. Zumindest haben es wir so wahrgenommen. Mhm. Allerdings eher unter dem chinesischen Recht gesehen. Das heißt also dann auch, wenn die Kulturen dann aufeinander kommen, unterschiedliche Rechtssysteme aufeinander kommen, ist dort schon auch ein gewisser Brückenbau notwendig.